Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der zweite Teil von unserem Mystery. Ich fange an mit diesem wunderbaren Grün und meiner Häkelnadel Nummer 2. Hier brauchen wir jetzt noch keine Füllwatte, keinen Maschenmarkierer oder irgendwas. Unsere Häkelnadel, unsere Wolle, am Ende unsere Schere und eine Nadel und schon sind wir fertig. So, wir beginnen das Ganze mit einer Anfangsschlaufe und häkeln jetzt 17 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So. Jetzt stechen wir in die zweite Masche von der Nadel aus ein, also nicht in diese, sondern in diese und häkeln da rein eine feste Masche. So, jetzt in jede Luftmasche eine feste Masche. Und in die letzte Masche kommen drei feste Maschen. Die letzte Masche geht ein wenig schwierig, weil da der Anfangsknoten sitzt. So, 1, 2 und die 3. So, den Anfangsfaden, den führe ich jetzt einfach gleich mit. Wir drehen das Ganze jetzt auf den Kopf, so dass wir unsere Luftmaschenkette jetzt oben haben und unser gehäkeltes unten. Wir schauen uns jetzt mal hier oben die Reihe an. Da haben wir immer so Schlaufen, die so leicht schräg nach unten laufen. Hier diese und diese und diese. Und wir stechen jetzt immer unterhalb dieser Schlaufe ein. Das heißt, hier rein. Hier kommt die Schlaufe runter. Und da, wo die Schlaufe ankommt, da stechen wir ein. Und machen eine feste Masche. So, jetzt schauen wir wieder. Hier kommt eine Schlaufe runter und da stechen wir ein und setzen eine feste Masche. Schlaufe kommt hier runter, hier endet das in unser gehäkeltes rein. Wenn wir mal schauen, der Faden läuft hier gerade lang und geht da, macht dann so einen kleinen Knick nach unten. Da stechen wir ein und setzen unsere feste Masche. Und so geht das jetzt einmal bis rüber. Den Anfangsfaden, den führe ich hier noch so ein kleines bisschen mit. Da ist er schön mit eingehäkelt und wir können dann einfach abschneiden. So, jetzt kann er schon zur Seite. Na komm. Weg mit dir und weiter geht's. Und ganz oben in die erste Luftmasche, die wir gehäkelt hatten, sprich hier ganz oben in der Spitze, setzen wir jetzt insgesamt 3 feste Maschen. Das war diese Runde. Jetzt häkeln wir uns wieder mit festen Maschen in jede Masche. An der, ne, kann man sagen, kleinen Schlange weiter. Einfach in jede feste Masche eine feste Masche. Bis 3 Maschen vom runden Ende. Schauen wir, hier geht es in die Kurve rein, das zählen wir nicht mit. 1, 2, 3, ich muss noch 3.
So, hier stoppen wir schon mit unserer Nadel. Jetzt haben wir hier noch 1, 2, 3 Maschen und dann kommt hier vorne die Spitze. Das lassen wir jetzt alles aus. Wir machen eine Wendeluftmasche, drehen das Ganze und häkeln uns gleich in die erste Masche mit festen Maschen zurück. So, jetzt sind wir hier auf der nächsten Rundung. Wir haben uns jetzt hier zurückgehäkelt und jetzt sind wir hier auf der Rundung. Hier verdoppeln wir jetzt jede zweite Masche. Eins und die zwei und da kommen jetzt zwei feste Maschen rein. Und wieder eins und die zwei mit zwei festen Maschen. Haben wir diese Rundung geschafft. Wo die Rundung anfängt, seht ihr so schön hier an unserer Einstichstelle. Da haben wir hier oben das letzte Löchlein von unseren Geraden, das wäre das hier. Und da quer rüber und da quer rüber, das ist unsere Rundung. Jetzt sind wir um die Kurve. In jede feste Masche wieder eine feste Masche bis auf die letzten drei. So, hier ist unsere Spitze, die zählen wir nicht mit. 1, 2, 3, ich brauche noch 3, schon wieder. Eine Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze und wieder mit festen Maschen zurück. So, gleich sind wir wieder in der Rundung angekommen. Hier ist die letzte Einstichstelle. Ich gehe rüber, damit sind wir schon angekommen. Jetzt verdoppeln wir jede dritte Masche. Die erste habe ich gerade schon gemacht. Die zwei und die drei und in die drei kommen jetzt zwei feste Maschen. Und eins, zwei und in die drei, zwei feste Maschen. Und jetzt wieder mit festen Maschen. Weiter häkeln, in jede Masche eine feste Masche. Bis auf die letzten drei Maschen. Eins, zwei, drei, ich muss noch eine. So, Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze und wieder mit festen Maschen zurück. So, jetzt in der Rundung verdoppeln wir nur noch zwei Maschen, aber die machen wir versetzt. So, wir sind jetzt wieder in der Rundung angekommen. Wir häkeln jetzt zwei Maschen, feste Maschen. So, die nächste verdoppeln wir. Jetzt häkeln wir drei Maschen mit festen Maschen. Eins,
2, 3 und die vierte Masche wird verdoppelt. So, das waren jetzt versetzte Zunahmen, einfach dafür, dass wir es hier wunderschön rund haben. Weil wenn wir jetzt immer abgezählt verdoppeln, dann kriegen wir diese Ecken rein und das wollen wir nicht. So, auf jede Masche kommt eine feste Masche bis auf die letzten drei. Eins, zwei, drei, ich muss noch zwei. Eine Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze und wieder mit festen Maschen zurück. In der Rundung wieder zwei Maschen verdoppelt versetzt. So, ich bin jetzt hier schon seit zwei Maschen in der Rundung drin. Ich verdoppel jetzt die dritte von der Seite und jetzt wieder drei Maschen, feste Maschen und die nächste verdoppel ich dann. So, und wieder in jede Masche eine feste Masche. Wie ihr seht, es werden wirklich in der Rundung jetzt nur noch zwei Maschen verdoppelt. Und ansonsten in jede Masche eine feste Masche. Bis auf die letzten drei Maschen. Eins, zwei, drei, ich hab's schon. Eine Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze. Und in jede Masche eine feste Masche. In der Rundung zwei Maschen versetzt verdoppelt. Entschuldigt diese Zwischengeräusche, der Hausmeister da draußen muss jetzt unbedingt Rasen mähen. Aber ist ja schön, dass er es macht. So, hier mache ich jetzt meine erste Verdopplung. Jetzt häkle ich vier feste Maschen. 2, 3, 4. Und die jetzt verdoppeln. So, das ist jetzt die zweite Verdopplung in dieser Reihe. Moment, ich mache mal das Fenster zu. Nein, das war nicht der Rasenmäher. Die baggern da draußen irgendwas. So, jetzt wieder in jede feste Masche eine feste Masche. Bis natürlich auf die letzten drei. 1, 2, 3, eine noch. So, eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze. Und wieder in jede Masche eine feste Masche. Und wieder unsere versetzten Verdopplungen hier hinten im Rückenbereich. So. Und wieder in jede feste Masche, eine feste Masche bis auf die letzten drei. So, 3, 4. So, damit haben wir die fünfte Stufe. Eine fehlt dann noch. Wieder mit festen Maschen zurück, also eine Wendeluftmasche und wieder mit festen Maschen zurück.
Und wieder unsere versetzten Verdopplungen. Irgendwo hier in diesem großen Bereich sucht euch zwei Maschen, die ihr verdoppelt. Ich konzentriere mich dann immer hier hinten auf diesen Bereich und verdoppel dann da. Und wieder mit festen Maschen weiter. Na, wo bist du her? So. Und natürlich bis auf die letzten drei. Eins, zwei, drei, eine noch. Eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze. Und wieder mit festen Maschen zurück. Und unsere versetzten Verdopplungen, da war gerade die eine. Jetzt machen wir ein paar normale feste Maschen. Und hier setze ich jetzt die nächste. Und mit festen Maschen weiter. Bis natürlich auf die letzten drei. Eins, zwei, drei hat schon gepasst. Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze und wieder mit festen Maschen zurück. Noch zwei Verdopplungen und mit festen Maschen weiter bis auf die letzten drei. Eins, zwei, drei hat schon gepasst. Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze und jetzt häkeln wir uns ein letztes Mal hier entlang bis ungefähr in die Mitte. Die müsst ihr jetzt nicht genau treffen, aber so ungefähr die Mitte. Einfach, dass unser Faden dann am Ende auch wunderschön versteckt ist, deswegen so ungefähr die Mitte. So, jetzt könnt ihr auch schon erkennen, was es ist, was wir hier als allererstes jetzt gemacht haben. Oh, das ist, jetzt machen wir noch eine. Der Faden ist schön mitgekommen, Moment. So. Faden abschneiden. Durchziehen und vernähen und unser eingehäkeltes Anfangsfädchen können wir jetzt einfach abschneiden. Und jetzt seht ihr auch schon, was wir gemacht haben. Als allererstes haben wir ein Blatt gemacht. Davon brauchen wir insgesamt drei Stück. Ihr seht, zwei hatte ich schon und hier ist das dritte. Und wenn ich jetzt so richtig auf die Uhr gucke, mit Fenster zumachen und allem drum und dran, haben wir 24 Minuten gebraucht. Sag mal 25 mit Fädchen vernähen. Aber da war halt auch, da war ein Fenster zumachen mit dabei, da war alles Mögliche mit dabei. Also knapp 20 Minuten brauchen wir für ein Blatt. Na, da sind wir bei Teil 2, nicht Teil 1, Teil 1 vom Gehäkelten, Teil 2 aus der Mystery-Serie mit einer Stunde ungefähr dabei. So, jetzt haben wir es auch vernäht. So, ihr macht jetzt noch die anderen zwei Blätter. Ich sage schon mal besten Dank fürs Mitmachen und fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Woche.